So. Und damit herzlich willkommen zu Sniper Elite 2. Ja, Sniper Elite V2. Feind-Untertitel machen wir auch mal ein. Einzelspieler. Neues Spiel, ja. Und ich spiele natürlich auf Kadett. Hitlers unaufhaltsame Kriegsmaschinerie war nun auf dem Rückzug. Die Alliierten im Westen und Russland im Osten nahmen die Überbleibsel des Reiches in die Zange. Die letzte Hoffnung Deutschlands, seine Wunderwaffen. Die V2-Rakete, ein Riesenschritt in der Geschichte der Militärwaffen. Sie kündigte eine neue Art der Kriegsführung an. Unmenschlich und schneller als der Schall schlug sie ohne Vorwarnung auf Antwerpen, Paris und London. Nach der Landung in der Normandie wurden seine Raketensilos überrannt und die Raketen konnten England nicht mehr erreichen. Die Alliierten dachten jedoch schon an die Zukunft, den nächsten Krieg. Die Amerikaner versammelten die besten Raketenwissenschaftler Deutschlands in der geheimen Operation Overcast. Viele der Architekten des V2-Programms waren schon rekrutiert, aber nicht alle. Berlin war umzingelt. Die endgültige Niederlage nur Tage entfernt. Die noch in der Stadt verbleibenden Wissenschaftler würden bald in die Hände der Russen fallen. Meine Aufgabe war, das zu verhindern. General Major Hans von Eisenberg verhandelte heimlich für eine sichere Passage für sein Team. 5 der Top-Männer des V2-Programms. Er traf seinen russischen Kontaktagenten am Brandenburger Tor. Das war meine Chance, ihn auszuschalten, bevor er seine Aufgabe vollbringen konnte. Ich war bereit, konzentriert, zuversichtlich. Ich wusste noch nicht, dass dies die schwierigste Mission aller Zeiten für mich werden würde. So, und jetzt wisst ihr, wozu das V2 in Sniper Elite 2 steht. Und zwar nämlich für die V2-Raketen zu der damaligen Zeit. Wir beginnen natürlich erstmal den Tutorial, so. Maus umschauen, wie Fernglas, mit Mausrad hoch reinzoomen, Mausrad runter rauszoomen und war es schon. Mit B nach vorne, A nach hinten, S nach links, D nach rechts, Shift links gehalten zum Sprinten. Und natürlich erstmal zur Markierung. So, Leertaste klettern. Und ja, ich hatte eins mal eine Umfrage gehabt, ob ich Sniper Elite 1 und 4 auch mal machen sollte. Ja, weil ich davon ausgehe, 2 hatte ich schon gemacht. Dabei hatte ich 2 noch nicht gemacht. Deswegen mache ich jetzt hier zusätzlich nochmal neben 1, 2. So, Z und X Gegenstand aus Inventar auswählen. Entweder Z oder X. So, Stolperfalle da und dann halt F Gegenstand B nutzen. So, getätigt. Erreicht das Gebäude gegenüber, ohne bemerkt zu werden. Also C ist dann halt hocken. Von drüben stehen nämlich 2. Ist eine Frau aus Berlin rausgekommen? Ich weiß es nicht. Nicht wesentliche Kommunikationen sind verboten. Wenigstens keine schlechten Nachrichten, oder?
keine Nachricht. Und das ist alles. Alles hier mit Kommentaren. Was war das? Und ja. Im dritten Teil fehlt mir gesagt noch, dass die DLC mit Churchill, C halten und Robben. Und dann, wenn ich Snipe Form 2 natürlich durch habe und dann das DLC zu Churchill, wird dann dementsprechend Snipe 4 angefangen. Hier hinter dem Objekt vor dem Bablo, Deckung nutzen, abbewegen. Drei Pistole halten und dann 1. Und dann mach ich's weg. Benutze die Landmine. Da. Mach mal durch den F. Schon unschwer erkennen können, sind wir in Berlin. Da spielt sich auch momentan alles ab. Von Eisenberg war pünktlich und verbarg sein hässliches Gesicht nicht. Sein russischer Kontakt auch nicht. Ich hatte einen klaren Schuss, der geringste Druck auf den Abzug und gute Nacht, General Major. Nun musste ich den richtigen Moment wählen. Der Hof war von Mauern umgeben, der Wind war also kein Problem. Ich atmete kontrolliert, stabilisierte mein Zielen, dann Feuer. Ja, ich möchte gerne rein. Schon. Ah! Da drüben!
Ja. Komm zurück. Okay. Ich werde dich finden. Schaut euch auf. Sucht ihn. Komm raus, Scharfschütze. Sucht weiter. Haltet die Augen auf. Haltet die Augen auf. Findet ihn. Aber ich höre ja welche reden. Normalerweise müsste hier noch irgendwo einer rumkreuchen. War tot. Es gab kein Zurück. Die Russen und die Deutschen wussten, dass ich mitspielte. Noch vier übrig. So. Das war sozusagen das Tutorial zum Einüben. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn's weitergeht.